MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Im DFB-Pokal spielen wir heute gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und ja, ich hoffe, euch wird's gefallen. Wenn es hier nicht mal so ruckeln würde. Immer wenn man hier reinkommt ins Spiel, fängt es an zu ruckeln. Was ist denn da los? Wir wollen hier kein Ruggeln. So. Okay, einmal kurz warm gespielt. Und ab ins Match. Ja, DFB-Pokal. Hier heute zu Hause in der Allianz Arena. Schick, schick. Iron Robben macht sich da warm. Wir gehen mal. Hoher Druck. Ein bisschen defensiv. So, ich habe ein bisschen was umgestellt an den Controller-Einstellungen. Okay. Also ihr seht, das ist nicht ganz optimal, ohne Hilfe zu spielen. Aber, denke mal, auf mit der Zeit wird es definitiv besser sein, ohne Passunterstützung und so ein Kram zu spielen. Sauber. Ah, schade. Okay, gut, gut, gut. Wollen wir mal schauen, wie wir uns hier heute schlagen, ohne diese ganze beknackte Passunterstützung. Und da ist Baumann. Hebt da Freund und Feind vom Boden ab. Okay. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Passunterstützung und Hilfen und so weiter da so ein bisschen das Spiel auch für einen kaputt machen können. Blanke. Ah. Okay. Gleich ganz anderes Spielgefühl. Natürlich bin ich dann halt selbst mehr schuld, wenn ich da die Bälle so komplett verschiebe. Aber das ist ganz anders dann, ja? Oh, Freistoß für uns. Okay. Ah, da standen wir ein bisschen schlecht. Schade. Nicht so richtig durchgekriegt, die Pille. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Iron Robben. Ist zu schwach, fällt da über die Beine. Achtung. Oh. Gut, Manuel Neuer kommt da raus. Achtung, Freunde. Ah! Fast wie die Pille da durchgekommen. Also, dran geblieben. Schön. Nein, an den Pfosten, Thomas Müller. Oh. Der Ball kam richtig gut. Der kam richtig gut. Nee, shit. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich da übersehen. Verdammt. Oh, den spielen sie schön weit. Auf Salai oder wie der heißt. Philipp Lahm. Gut. Achtung, Rode. Boah, ey. Was da los ist. Dieser Impact Engine, die ist so unglaublich unrealistisch. Die Leute da einfach mal so wegfliegen. Helikopter. Achtung, Thomas Müller hier. Der will noch ein Ding machen. Der will heute eins. Oh, wuhu. Jungs, ihr müsst euch nicht da gegenseitig behindern. Super. Robert Lewandowski. Nein. Wieso legt er sich den da so vor? Shit. Achtung. Ey, diese beschissene Impact Engine, ne? Wie sie sich einfach alle gegenseitig umlaufen und den Helikopter da machen. Achtung. Oh, komm. Lewandowski super defensiv. Steht da ganz hinten und versucht mitzuverteidigen. Wir kommen gar nicht aus der eigenen Hälfte raus.
So richtig. Wenn wir ankommen, dann verlieren wir die Pille sofort wieder. Schau dir das doch mal an. Hoffenheim hier durchgehend am Angreifen. Und das war's mit der ersten Halbzeit. 45 Minuten vorbei und ja, steht leider 0:0. Wir müssen eigentlich jetzt hier mal ein Ding machen, ja? Kommt schon. Oh, Shaqiri! Gute Chance. Oh Mann, ey. Mann. Robert Lewandowski lauert hier vorne. Will das Tor machen. Können wir das schaffen? Achtung. Arjen Robben hier auf rechts. Wir kommen da nicht so wirklich. Oh. Ah, fuck. Mann, ey, da wollte ich dem ausweichen und renne ihn direkt in die Füße. Oh, kacke, ey. Ja, im Pokal spielen die einfach gleich mal wie Barcelona. Das kennen wir ja. Das sind wir ja auch echt gewohnt. Sobald Pokal ist, ist echt jede Mannschaft, jede Drittligist-Mannschaft, Barcelona oder Real Madrid. Jetzt stellen sie hier den Torhüter voll, das Ding jetzt sowas von rein. Ja, ey, komm, grätsch doch meine Mannschaft im Strafraum um. Ja, genau, und er sagt nicht mal was. Weil kein Mann am Ball war, sondern es einfach so in der Gegend war. In der Gegend dürfen sie rumgrätschen, wen und was sie wollen. Genau. Ribéry. Ist das denn echt nötig, dass diese Engine so Schrott ist? Da fliegen sie ja alle durcheinander. Wie Helikopter. Ah, zu lang. Zu lang. Das ist ein Problem, ne? Thomas Müller. Nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Direkt auswechseln. Mann, Junge, Thomas. Ey, das war... Den hat er komplett verzogen dort. Meine Güte. Oh, ärgerlich. Hat er sich so gut da durchgespielt. Und dann verzieht er das Ding. Dreht sich da irgendwie zu weit nach rechts oder so. Hat da irgendwie Schlagseite. Kann sich jetzt da nicht durchsetzen. Kommt schon. Ich möchte hier nicht noch 8 Stunden lang spielen. Kein Bock auf Verlängerung. So, Thomas Müller, stellen wir da hin. Ah, lass den Ball. Oh, fick. Ja, ich gleich nochmal rot oder so. Fuck, ey.
super beschissen. Oh mein Gott. Nimmt ihn an, wird voll weggefistet und ja, boom. Der Nächste hat den Ball. Tschüss. Oh, scheiße, Mann. Lewandowski. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt geht's in die Verlängerung, da werden wir sowas von ablosen. Mann. So eine unnötige Karte. So richtig unnötig. Shit, ey. Ja, die beiden hier sind richtig fertig. Bringen wir mal Depay rein. Okay, komm. Shaqiri. Oh, Junge, ey. Ich krieg's nicht gebacken, wie die spielen. Ich krieg's echt nicht gebacken. Er kriegt das Leder nicht unter Kontrolle. Steht einen Meter daneben. Das ist echt zu hart. Wie sie einfach im Pokal spielen. Das ist einfach echt mal drei Stufen schwieriger. Alter Finne. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich halt die Steuerung, also die Hilfen umgestellt habe. Das fühlt sich dann gleich erstmal ganz anders an. Ein Run weniger jetzt. Es ist unglaublich. Ich stehe schon neben den und schieße ihn an. Ich schieße ihn nochmal extra an. Komm, mach das Ding doch mal weg. Holt euch die Pille. Extrem ärgerlich. Gut. Also, wie man den da nicht richtig anspielen kann, ich werd's nicht kapieren. Ich werd's nicht kapieren! Jetzt müssen wir offensiv gehen. Weil ich keinen Bock auf fucking Elfmeter habe. Immer ein Millimeter zu kurz. Wieso denn er? Warum er? Komm, Depay, zieh! Boom! Memphis! Depay, mach das Ding da rein! Wenn's einer kann, dann Depay. Kommt da außen reingezogen und nimmt das Ding mit. Jetzt müssen wir auch ausgeglichen bleiben, wenn wir nicht zu offensiv sind. Ah, so schlecht gespielt, richtig schlecht. Pässe komplett falsch gespielt, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, ohne diese Hilfe zu spielen. Aber mit der Hilfe ist es auch unfassbar schlecht. Das ist einfach echt blöd. Deswegen möchte ich da definitiv drauf verzichten. Auch wenn die Schussintensität da doch ein bisschen krass manchmal ist. Tippst du an und er schießt ihn da zum Mond. Oh, bleib. Das ist doch dein Ball. Warum läufst du denn weg? Kommt keiner ran. Der Ball liegt neben ihm, er müsste ihn nur annehmen. Okay, komm. Ist vorbei? Ist vorbei, meine Güte. Echt teilweise so unterirdisch gespielt. Super ausgeglichen bis auf Ballbesitz. Trennte uns da ein Tor. Die spielen im Pokal so unendlich viel stärker als in der Liga. Da interessiert die das nicht so. Pokal ist echt nochmal eine ganz andere Sache.
Wir gewinnen also jetzt hier gegen Hoffenheim. Unser nächster Gegner wird dann, ja, ich würde es eigentlich sagen, das wird vermutlich ausgelost, ne? Ich gebe nochmal hier ein bisschen Geld. Philipp Lahm ist jetzt für ein Spiel gesperrt im DFB-Pokal. Das ist natürlich ganz ärgerlich. Und wir haben jetzt hier direkt ein Spiel. Können wir über meinen... Oh, ich habe mich ziemlich verbessert und jetzt möchte er auch noch mehr Gehalt haben. Die müssten hier sein, die Verträge. Boah, Robben. Hat er schon 250.000. Wir haben nicht so viel Geld. Das wird er auch nicht annehmen. Ich kann einen Kompromiss machen. Packst ein Jahr drauf, kriegst 300. Aber mehr kann ich da auch nicht machen. Wie übertrieben ist das denn, ey? Will 300.000 pro Woche? Krass. Okay, Freunde, wir haben... Wieso ist denn... Das ist doch auch Quatsch. Wir spielen doch jetzt... Wieso ist denn Philipp Lahm jetzt hier in der Bundesliga gesperrt? Wir waren doch... Bin ich irgendwie behindert? Wir haben doch im DFB-Pokal gespielt. Hier. Im Viertelfinale. Im Ernst kriegt man, wenn man im DFB-Pokal gesperrt wird, eine Sperre für die Liga? Das ist doch blödsinnig. Das glaube ich nicht. Warum ist denn jetzt Philipp Lahm hier gesperrt? Das ist doch Quatsch. Oder ist das echt so? DFB-Pokalsperre ist gleich Ligasperre? Das ist krass. Das wäre aber echt krass. Also das glaube ich irgendwie nicht gerade. Das ist echt übel. Mario Götze, wieder frisch. Okay. Shaqiri ist besser als Götze in allem. Außer im Dribbeln und Passen. Das ist interessant. Shaqiri ist ein... ja, gut, Ballkontrolle ist da Götze ein bisschen besser. Spielmacher. Ja, vielleicht machen wir das mal so. Müller vielleicht nicht auf rechts, da stellen wir dann mal Iturbe hin, hä? Machen wir das mal so? So, und dann passt das doch jetzt hier erstmal. Gut, Shaqiri ist aber auch sehr unfrisch. Gut, dann ist es das jetzt für die Folge. Ich bedanke mich bei euch. Mann, das war aber echt ein hartes Ding gegen Hoffenheim. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge gegen Stuttgart wieder. Macht's also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.